Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute wollte ich mal mit euch über die Folienaufbewahrung sprechen und über den Sommer. Ich bin hier unter dem Dach, zweites OG, keine Klimaanlage. Es ist sehr, sehr warm, gerade im Sommer. Und im Winter habe ich hier eine Fußbodenheizung. Deswegen ist es ganz wichtig, so ein bisschen auf die Folien aufzupassen. Im Winter, wenn die Fußbodenheizung an ist, ist es wichtig, dass die Folien höher gelagert sind. Entweder auf so einem Rollbrett oder wie bei mir hier im Regal ein Stückchen nach oben gelagert, dass sie einfach nicht zu warm werden. Jetzt hier im Sommer, schneiden ist manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt Folien, die mögen es nicht so, wenn es warm ist. Da merkt ihr das aber beim Schnittbild. Es wird ein bisschen nicht mehr sauber geschnitten. Es sind Sprungstiche drin. Da einfach gucken, entweder die Folie vorher in den Kühlschrank legen oder gucken, dass ihr sie kühl lagert. Stellt sie in den Flur, stellt sie irgendwo hin, wo es ein bisschen kühler ist. Wichtig ist keine direkte Sonneneinstrahlung und eben bitte nicht so, dass sie direkt der Hitze ausgesetzt sind. Wenn es hier oben warm ist, ist es überhaupt kein Problem. Nur eben, wenn ihr das Gefühl habt, gerade bei den Silikonfolien und sowas, dass es beim Schnittbild blöd aussieht oder auch beim Vinyl, legt sie vorher kurz in den Kühlschrank, dann ist das Schnittbild wieder in Ordnung. Messer wechseln ist ganz wichtig. Ich habe gerade eine Datei geschnitten, die ziemlich beschissen ausgesehen hat. Ich habe jetzt gleich zwei neue Messer bestellt. Gerade bei den Overlays sind viele, viele, viele Punkte, die er abfahren muss. Oder eben, ich habe Tattoofolie geschnitten, ich habe für den Fußballverein viele Sachen geschnitten. Guckt, dass ihr immer Messer im Tausch da habt. Wie habe ich meine Folien sortiert? Ich mache das ganz einfach. Ich habe das hier in so einer Kiste drin und nutze Fächermappen. Natürlich stecken da auch immer welche zwischendrin, wenn ich keine Lust habe, das abzusortieren. Ich habe das nach Flex Normal, Flex Glitzer, Flex Bunt und Flock sortiert. Und innen drin nach den Farben. Alle Blautöne, alle Brauntöne, alle Gelbtöne, alle Schwarztöne, alle was weiß ich Töne. Ich gucke, dass ich dann eben, wie beispielsweise bei meinem T-Shirt jetzt, würde ich gucken, dass ich was Ton in Ton machen würde. Kann ich jetzt bei Rosa gucken und schaue einfach, passt da was in der Farbe und suche mir das raus, lege es mir oben drauf. Ah, da ist eine, die so ein bisschen hellrosa ist. Na, passt ganz gut. Das heißt, seid ihr schneller dran. Da ist aber jetzt wirklich alles drin, egal ob es so ein bisschen metallisch ist, egal welcher Hersteller, Hauptsache die Farben, die sind eh gleich zu schneiden. Da kommt es jetzt auf die zwei, drei Druckpunkte nicht an. Vinyl habe ich separat gelagert, da ist eben einfarbig. Die brauche ich relativ oft, deswegen habe ich sie immer separat stehen. Und hier hinten sind so die Sonderfolien, alles was irgendwie so nachtleuchtend ist, was ich nicht so oft brauche. Das hier ist mein wichtigster Pack. Die großen Folien. Die ich oft brauche, ist bei mir schwarze Flex S, weiße Flex S, schwarze Vinyl, weiße Vinyl, blau für den Fußballverein. Dann habe ich hier eine große Rolle Übertragungsfolie. Das habe ich alles hier in so einem Stehpult, Dingsdabums da drin, in so einem Eimer steht und an meinem Tisch, komme ich gut dran. Ansonsten ist es bei mir gar nicht so ein riesengroßes Hexenwerk, weil man muss schnell drankommen. Ich kann sie hier mit an meinen Schreibtisch nehmen, kann sie dann auch wieder zurückpacken. Und die Reste lage ich einfach in so einer Kiste. Da packe ich dann alles rein. Entweder Teststreifen, wenn ich sie zugeschickt bekomme, oder eben Reste vom Schneiden. Und wenn ich dann kleine Sachen habe, nehme ich mir das zur Hand und gucke einfach, was passt, was kann ich nutzen. Oder wie jetzt beim Sommerfest für EMB Prime, nehme ich das mit. Dann können die Mädels sich da austoben, das mitnehmen und ihre Resteverwertung machen. Da gibt es nämlich ganz tolle Sachen. In diesem Sinne, legt die Folien nicht in die direkte Sonne, guckt, dass sie nicht auf dem Boden liegen, wenn die Fußbodenheizung an ist, und setzt euch einfach mal auf den Boden, macht die Musik schön an, sortiert so ein bisschen nach Farben, packt sie in ganz, ganz einfache Fächermappen, die kriegt ihr überall im Schreibwarenhandel, und schon habt ihr ein bisschen mehr Ordnung im Folienchaos. In diesem Sinne, liebe Grüße, die Eva. Und wenn sie besonders geil ist, hängt sie an die Wand, so wie ich.